wir werden jetzt zusammen einen Muttertagskuchen backen. Ja, ne? Für die lieben Mütter da draußen. Ich werde mitbacken, quasi für die älteren Mütter auch. Ne? Genau. Backen wir jetzt zusammen einen Schokokuchen, oder? Was haben wir uns überlegt? Schokokuchen, ne? Ja. Okay, dann fangen wir mal an. Du isst auch gerne Obstkuchen, oder? Ja, ich esse eigentlich alles. Und jetzt eigentlich ist ja bin ich ein Allesesser. Erdbeerzeit, da kann man ganz viel Erdbeerkuchen backen. Stimmt, Erdbeerzeit, ne? Ist jetzt. Lecker. Ja, so Biskuitrollen machen mit Erdbeerfüllung. Mm. Schenkst du deiner Mutter was zum Muttertag? Ja klar, ist ja Muttertag. Also sie kriegt auf jeden Fall einen Blumenstrauß von mir. Und ich denke, ich werde ihr auch einen Kuchen backen, weil ich finde es irgendwie ganz schön. Irgendwie süß, ist eine nette Geste. Ja. Und das Kuchen backen ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Meine Tochter macht das großartig. Die Wolfs sind irgendwie immer am Essen. Immer wenn wir in der Wohnung sind und drehen, dann ist immer der große Tisch mit Essen. Und dann denke ich immer wieder, oh, immer wieder Käse und Schinken. Ich habe gerade Mittag gegessen. Ja. Aber das ist ja auch sehr herzlich. So, der Kuchen ist jetzt drin. Ich muss jetzt ganz schnell ins Studio und drehen mit Melanie und Diane. 45 Minuten, dann ist er fertig und dann freuen wir uns auf den Kuchen. Tschüss, bis gleich. Super, ich stell dir mal schnell ab, weil es heiß ist. So. Oh, das riecht gut. Wunderbar, riecht lecker, ja, ne? Mm. Sehr gut. Jetzt machen wir da hinten die Verzierung drauf. Gehen wir nach hinten nochmal. Was müssen wir jetzt? Schoko und Rosen kommen drauf. Okay. Marzipanrosen. Also, so wie immer, wenn es schon fertig ist, gehst du drüber, ich streich. Oder du, sie gießt und du streichst. Warum willst du das? Oh. Nein, weil ich zurzeit ungeschickt sei bin. Sei mutig, du schaffst es. Ja, okay. Jetzt schön. Oh, das macht sie schön. Das macht sie sehr schön. Super. Melanie ist doch ein Küchentalent. Ja, ich ist ein Küchentalent. Meine Schwester kocht fantastisch und meine Mutter auch und mein Vater auch. Und ich war da immer so ein bisschen der Tollpatsch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wenn ihr es so gut könnt, dann halte ich mich einfach raus. Man muss ja immer an seine Mitmenschen denken. Und wenn es besser ist, Kuchen zu kaufen als zu backen, dann finde ich, sollte man ihn dann auch doch kaufen. Hast du zu Weihnachten die Plätzchen gebacken? So als Kind? Doch, dieses Jahr. Doch, ich habe dieses Jahr mit Diane, und noch einer Freundin zusammen Kekse gebacken, die auch ganz toll wurden. Und ein Rezept, das ich auch sogar vorgeschlagen hatte, Rumkugeln. Das weil du so gerne Rumkugeln. Ja, super. Unbedingt essen. Ja. Ja, die Mutter. Mutter. Schmeckt gut? Ja, ist gut. Lecker. Dann wünschen wir allen Müttern einen wundervollen, glücklichen Muttertag. Muttertag und ein ganz schönes Fest mit der Familie. Und viele gute Kuchen. Genau.